Yo, Big Leute, willkommen bei Biber. Ich bin Biger. Ja, in dieser Folge wieder ein ganz besonderes Video. Zum Beispiel will ich euch eine kleine Story erzählen. Zum Beispiel werde ich euch erzählen, meinen Urlaub in der Nordsee. Ja, wie ihr hier draußen im Archiv zum Lesen habt, werde ich euch eine kleine Story erzählen. Das Ganze soll heißen Mein Urlaub in der Nordsee 2011. Ja, das war kein letztes 2011. Da war ich so ungefähr Kleinkind, war ich da. Aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Aber es spielt gar keine Rolle. Ich bin, würde ich sagen, labern mit mir rum, noch viel Spaß mit dem Video. Zieh euch das Video rein. Like das Video, kommentiere das Ganze und sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ich gesagt habe, will ich euch eine kleine Story erzählen. Deswegen soll das Video heute eigentlich nicht so lange gehen. Aber heute machen wir erstmal eine Aufnahme. Heute geht es mir ein bisschen länger, weil ich habe Ruhe beim Erzählen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, wie es ein bisschen länger geht. Erzählen wir jetzt sofort jetzt. Ja, 2011 waren wir beim Nordsee. Wie wir das Ganze gemacht haben, wir waren dann im Hockenheim, wir waren erstmal draußen. Ja, waren wir am Kontuber gesessen, so ganz normal. Also das Kontuber haben wir mit oben gehört und wir haben einen Freund in der Familie gehört. Und dann dachten wir, ach komm, dann dachten wir im Urlaub fliegen, fahren wir im Urlaub. So, und dann sehen wir, wie ich sage, am Kontuber kam so ein Laptop, war ungefähr so groß. Ja, und dann dachte ich mir, ach komm, wir machen meinen kleinen Kinder einen schönen Urlaub und sind bei der Überraschung und buchen eine Fahrt in die Nordsee. So, und dann gucken wir, ah, war ich ein Dümmchen oder, also wir müssen gerade vergleichen, was ein Töten ist und was ein Dümmchen ist. So. Wir haben das Dumm-Ticket genommen. Wir haben für den Urlaub, haben wir glaube ich so, weil immer so bezahlt, also pro Person war glaube ich, so, Fahrt ist Leute. Da hat mir früh aufstehen. Wir mussten so, um 3 Uhr nachts mussten wir da aufstehen, Leute. Um 3 Uhr nachts, ja. Wir mussten ganz wenig genau nehmen. Mussten wir 5 Uhr, 4 Uhr aufstehen. Ja? Ich genauso, als wäre ich 3 Uhr Arbeit fahren. Ja? Als wäre ich da aufstehen, Uniform anziehen, Arbeitsschuhe und 3 Uhr Arbeit fahren. Genau so hat bei mir am Gefühl. Ja? Als wäre ich gleich aufwandern, sozusagen. So, in dem Moment. Höre ich genau zu, Leute. In dem Moment, wo wir dann gedacht haben, weil wir so früh aufstehen mussten, habe ich zu meinen Eltern gefragt, war ich denn hier los, warum wir so früh aufstehen? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, mit dem Urlaub. Und dann habe ich gesagt, wie im Urlaub? Ja, mit dem Urlaub, hat meine Mutter gesagt. Aber die wollten mich erraten, wohin es geht. Das heißt, die wollten mich erraten, wohin wir gehen, wo genau. Die wollten mich erraten, ja. Wir mussten dann sozusagen raten, wo wir hingehen, sozusagen. So. Dann sind wir am Autobahn, sind wir so 10 Stunden gefahren oder 11 Stunden. Das war genau, waren jetzt so 700 Kilometer.
Wenn so ungefähr. Jetzt sind wir immer Autobahn, sind wir immer geradeaus gefahren. Immer geradeaus. Ja? Mit gehen in die Schweiz oder mal Österreich oder Frankreich. Aber nee, wir sind angekommen, wir waren die ganze Zeit im Auto und haben weitergeschlafen. So, und dann, weil wir angekommen sind, dann aufgewacht sind, gab mir Ruhe, muss ich mir hier allein gehen. Also, bei mir hat es so angefühlt, als wäre mir ein Unfall gebaut, als wäre mir gleich mein Auto da ist über erwischt gekommen, ja. Genau so hat es angefühlt. So, jetzt sind wir ausgestiegen, haben unseren Koffer genommen, auch bevor wir gefahren sind, haben wir alle Koffer vorgepackt. Aber da kommen wir gleich. Aber erstmal seht ihr euch die beiden Teile. Mal gehen wir mal, wie wir angekommen sind. Ja, sind wir ausgestiegen, haben wir Koffer genommen und sind wir in die Ferien gegangen. Also, wir wollten eigentlich in die Motels gehen, aber meine Mutter zahlt keine 1000 Euro für Urlaub, ja. Weil nur weil wir so 10 Tagen dort sind, ja. Wir waren insgesamt 10 Tagen dort. Wenn ihr das genau nehmt, waren wir eine Woche dort. Eine Woche, ja. Ein ganzes Zimmer vom Freitag bis Samstag. Einmal nach Hause fahren. Das heißt, 2 Tage unterwegs waren wir. So. Ihr draußen könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal in der Nordsee wart, ob ihr das schön fandet. Also, ich persönlich fand es sehr schön. Aber das will ich euch auch mal sehen. Am nächsten Tag, wo wir dann waren, wir haben dann Mittagsschlaf gemacht, wo wir dann morgen ausgegangen sind, war Regen am Tag. Wir sind dann an den Meer gegangen, das Meer war so groß wie tausende Fußballfelder, so groß war es. So, jetzt sind wir schwimmen gegangen, haben unsere Handtücher mitgenommen, unsere Decke und unser Messer, wie die ganze hieß. So, jetzt sind wir an dem Meer gegangen, haben geschwommen und haben wir einen Stein gefunden, der war genau so groß oder so. So ungefähr. So, und dann sind wir an dem Wasser raus und dann bemerken wir, es regnet am Tag. Wir haben uns das Kleid angezogen, dann sind wir ein bisschen passieren gegangen, wir haben mal so immer in den Himmel geguckt. Ja, man sagt, oh nee, ich Regen. Und der Regen war so stark und windig war, gab mir pischnass warm. Ja, die Hose war nass, die Schuhe waren nass, die Füße waren nass, die Haare, ja. Und ich war so schockiert, weil ich meine Kleider ausziehen musste und einfach duschen gegangen bin. Ja, ich habe mich dann so Hand über Schulter erlegt, damit mir besser runterkommen, ja, weil ich war ganz so schockiert, da ich eine Form habe, ja, so. Und dann am nächsten Tag, bevor wir dann nach Hause gegangen sind, waren wir dann essen, ja, also kann man an der Aufflug nach Hause gegangen sind, beziehungsweise waren wir am Mittag essen, wir waren an einem Restaurant, der hieß dann Außen Nordsee. Ja, und da haben wir so großen Teller bekommen. Mit Schnitzel, Pfeffer, also persönlich mag ich kein Pfeffer, Salz, Pommes. Ja, wir haben für Essen, haben wir ungefähr 30 Euro bezahlt. Ich finde einfach 30 Euro pro Person ganz okay.
Also bin ich genau wie mein Keller so groß und so breit. Ja. So. Wir haben pro Person haben wir jeder Kleidungsstück. Kleidungsring. Wir haben pro Person Cola-Runden und pro Person die gleiche Bestellung und die gleiche Esshammer erholen. Weil jemand dann nicht zu teuer wird, haben wir dann oben die gleiche Bestellung. Ja? Damit wir bitte ein bisschen Geld sparen, haben wir dann, wie ich sage, die gleiche Bestellung. So, jetzt sind wir nach Hause gefahren und dann gab mir was mehr Mittag. Wir sind dann zurück im Ferienhaus gefahren, also gegangen, haben auch ein bisschen hingelegt, haben ein bisschen Fernsehen geguckt und abends haben wir dann ein bisschen Party gemacht. Das heißt, wir haben gesummt, wir haben geklatscht, Spaß, immer Blödsinn gemacht. Also, es war jeden Abend, wo es mir Spaß gemacht hat. Allein die Singen hat mir Spaß gemacht. Ich habe Papa um ein Buch vorlesen. Ja. So, dann sind wir eben am Schlafen gegangen. Mein nächsten Tag dachte ich mir, ach komm, wir machen mal ganz schön mit dem Paar. Wir sind dann in einem Laden gefahren, wo alle Fan-Artikel gibt, Kassen, T-Shirts, Kassen, Caps. Ja, und dann wollten wir meine Oma eine so große Kasse holen. Ja, die war riesengroß, so groß war sie. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Kamera erkennen kann. Da haben wir pro Kasse, ja, haben wir unter Mamhaus geschrieben. Ja, ich habe meine Mama Socken rausgeschrieben. Da habe ich dann rausgeschrieben, was er sagt. Und die Verkäuferin, wo das war, an der Kasse war, die war mega unfreundlich, Leute. Eigentlich wollte die um mich begegnen, aber auf jeden Fall wollte ich einfach morgen. Ja. Aber was jemand, die mir so nett war, hat gerne auch Mama gemacht. Ja. Weil eigentlich begingen die keine Menschen, die bei mir weiter als 7 Kilometer kommen. Ja. So. Und jetzt dürfen die eigentlich mehr. So. Weil die Gelenk haben wir mit bedanken, ja, weil die haben so mit den anderen Gelenkhammer haben die gehabt, die haben so gesprochen, hallo, möchten Sie gerne Geld, Geld, ja, genau so haben die gesprochen, ja, und dann dachte ich mir, oh Gott, wo sind wir hier gelandet, so, wir haben halt schnell die Kassen geschriftet, haben wir unter meinem Haus geschrieben, bezahlt und sind dann sofort wieder raus, nur weil ich unfreundlich war. In dem Moment dachte ich mir, ich habe eh was im Herbergen, ja. So weit ich raus war, habe ich eh was im Herbergen gehabt. So. Dann kommen wir am letzten Tag sind wir dann, in den Freizeitpark gefahren. Die waren nicht so hoch wie Holly Park oder Europa Park oder Portal Irland. Und da war ganz klein Wagen. Ja. Wenn ich genau mit Wagen ein Museum. Da waren Schiffe. Ja. Schiffe aus früher. Ja. Vom früher Wagen. Ja. Wo wir damals mit gelebt haben. Ja. Wo es kein YouTube gegeben hat, kein Instagram, kein Facebook, gar nichts. Ja. Das war so aus dem 8-100er, 7-100er, 7-100er, so ungefähr war.
Da haben wir auch einen ganz schönen Tag gemacht. Sind wir am Museum gegangen. Und die Fotos habe ich mir, also die haben wir dann fotografiert. Aber die kann euch leider mir einblenden. Aus Datenschutzgründen kann ich leider die Bilder aus dem Urlaub mir einblenden, weil da meine Eltern drauf, meine Schwester und meine Oma gewinnt, da geht euch leider mir einblenden, weil ich da die Medikum mit habe und auch wegen Datenschutzgründen, ja. Weil jetzt sind wir mit mir drauf und jetzt sind auch andere Leute drauf. So. Am letzten Tag, man kam von dem Museum nach Hause, ganz, also mit direkt zum Imperial House gefahren. Man hat gesagt, ach komm, das Wetter ist so schlecht, ich glaube, wir fahren mit jetzt zurück, so um nach Hause. Da haben wir wieder am Laptop gesessen. Also wir haben den Laptop, den wir mit dabei gehabt. Wir haben unser Handy genommen, haben dann um aufgestellt. Und der Uhrgeheimleute, die Ferienbesitzerin, also die Hauptbesitzerin, die kennen wir ja. Die ist unser beste Freundin von der Familie, ja. Deswegen war für uns auch ein bisschen teuer. Wir haben für dem Ferienhaus alle Probasummen haben wir 80 Euro bezahlt. 80 Euro, ja. Wir haben am Ausstieg, haben unser Koffer gepackt, so Kleider, alles. So. Und dann sind wir im Auto gegangen und haben dann den Koffer reingepackt, also eingeladen, meine ich. Und dann haben wir gesagt, komm, hier ist vorbei. Dann haben wir gesagt, bye bye. Ja. Und dann sind wir eingestiegen am Rampenschmal, haben ein bisschen Musik gehört. Und dann sind wir wieder auf der Autobahn. Immer geradeaus gefahren. Mal gehen wir um mit Langladebild, haben wir Musik angemacht. Und ich habe mir dann über die Schulter rübergelegt, damit ich mich friere. Ja, weil mein Mädchen mich wieder zurückgehen wird. Ja, aber was ich über die Schulter gelegt habe, will ich euch auch noch sagen. Ich habe so kleine Handtuch dabei gehabt. Aber ganz am Anfang habe ich dann so rübergelegt, damit ich mir in den Urlaub ein bisschen runterfahren kann und konnte. Also ich wollte eigentlich mir umhängen, aber meine Eltern wollten, dass ich mir so Handtuch umhänge, ja. Weil meine Eltern wollten einfach, wo ich habe, wo ich klarkomme und ich mir wieder runterfahren kann. So. Wie ich sage, jetzt immer wieder 700 Kilometer oder 800 Kilometer wieder zurückgefahren. Und jetzt sind wir im Hockenheim wieder angekommen. Und wir sind dann wieder so um 3 Uhr nachts sind wir dann wieder angekommen. So. Wenn wir wieder angekommen sind, haben wir unser Koffer aufgeladen. Und da war mir so faul, dass wir die Koffer nicht aufpacken wollten. Wir haben dann sofort im Bett gelegt und haben uns dahin gelegt und haben morgen geschlafen. Ja? Wir haben nie andere gemacht als schlafen, Leute. Ja? So. Am nächsten Tag, am Samstag, am Morgen haben wir dann auch dann am Amazon geputzt. Da haben wir entschlossen, dass wir unser Gepäck um unser Koffer aus dem Auto aufladen. Und dann die gleiche Waschen tun. Die haben wir um dann aufgepackt. Okay, Leute, ich will das wirklich langsam beenden. Leute, wenn euch gefallen hat, ich hoffe,
Ich konnte euch eine schöne Einblick zeigen. Das war vor 4 Folgen. Lasst ein Begeistert abonnieren. Ich komme mit dem Bamatikum. Bin in der Hotline. Hab kein Geld gekostet. Morgen Glück abonnieren und abonnieren. Mal gelingen, wie man sagt, mit meinem Gachamtskanal. Solche ist eher konkrete neue Bilder. Und auch mein beiden Haus gekauft. Und regelingen, wie man sagt, mit meinem Kickerkanal. Und kriegt ihr neue Videos, neue Bilder. Und schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr euch wie gefallen habt. Und ob ihr mal in der Nordsee war, ist meine Frage. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und dann seid ihr kommentiert das Ganze. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Biber.